Herzlich willkommen zu unserem Thema. Der Herr Pergler hat es ja gerade beim Eingang schon recht schön beschrieben. Der Kunststoff ist in Verruf geraten. Der Kunststoff ist aber essentieller Bestandteil unserer Wertschöpfung und unseres täglichen Lebens. Deswegen haben wir uns von kurz auch mit der Firma Decaform zusammengeschlossen, um hier an einem Beispielprojekt quasi zeigen können, wie es gelebt sein kann, wie wirklich lineare Wertschöpfungsprozesse in kreisförmige, geschlossene Systeme überführt werden können. Und zunächst möchte ich uns einmal vorstellen und dazu lade ich ein. Anna, mach doch du den Anfang, Ladies first. Ja, danke, Johannes. Mein Name ist Anna Tschacher. Ich bin geschäftsführende Gesellschafterin der Decaform Unternehmensgruppe, bin seit einigen Jahren in der Unternehmensnachfolge und ich habe mir auf die Fahne geschrieben, Kunststoff so zu behandeln, als wäre es Gold. Und wenn man sich mal eine Welt so vorstellt, dass Kunststoff behandelt werden würde wie Gold, dann würden wir, glaube ich, ganz anders damit umgehen und deswegen, ja, das ist so mein Leitsatz. Johannes, zu dir. Ja, mein Name ist Johannes Romming. Ich bin bei der Firma Leonhard Kurz im Bereich Innovation als Project Manager für Sustainability und Innovationsprojekte zuständig. Und bei uns geht es vor allem bei Kurz auch um bewiesene Nachhaltigkeit. Das bedeutet, wir erschaffen tragfähige Konzepte. Wir wollen kein grünes Marketing und das belegen wir auch. Da gehen wir voran, da stellen wir uns auch quasi dem Kreuzfeuer, denn wir sind davon überzeugt, dass wir mit unseren Prozessen und Lösungen durchaus Mehrwerte schaffen, wo andere eher sich den grünen Anstrich verpassen. Ja, deswegen stellen wir uns doch nochmal im Detail genauer vor. Anna, ich würde wieder vorschlagen, mit Deckerform fangen wir an. Danke. Ja, man sieht hier zwei Bilder von der Deckerform-Gruppe. Auf dem rechten Bild sieht man unser Firmengelände. Da sieht man unsere Ideenschmiede, aber auch unser Windrad gleich vorne am Eingang am Tor. Da erzeugen wir Strom, der letztendlich in die Firma mit einspeist. Man sieht auf der linken Seite dann das Deckerform Technikum, da machen wir Praxistests, Musterungen von unseren Werkzeugen, Energiemessungen, Energievergleiche, ja, alles das, was man einfach im Praktischen gut rausfinden kann. Zur Deckerform selber nochmal, wir wurden 1992, hat mein Vater die Firma gegründet, mit einem Partner zusammen. Wir haben 70 Mitarbeiter, davon 14 Azubis. Und haben einen jährlichen Umsatz von circa 17 Millionen Euro, Tendenz steigend natürlich. Ja, wo kommen wir her? Ich habe es gerade eben gesagt, wir sind ein Familienunternehmen. Wir kommen klassisch aus dem Werkzeugbau, bauen dort Werkzeuge von 1 Tonne bis circa 30 Tonnen Gewicht für die unterschiedlichsten Industrien. Also da ist, sag mal, die Vielfalt auch wieder unsere Stärke. Wir haben dann 2007 die Ideenschmiede ja, begründet. Das kam daher, dass viele unserer Kunden eigentlich wussten, sie brauchen ein Produkt. Sie wussten auch, was dieses Produkt können muss, aber sie hatten halt, sag ich mal, wussten nicht, wie was im Kunststoff umsetzt. Und was wir in der Ideenschmiede machen, ist kunststoffgerechte Bauteile. Also das heißt, wirklich gucken, wie kann ich es denn technisch umsetzen, auch unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit, also wo ist Material, das nicht arbeitet, das ich mir sparen kann, zum Beispiel. Da geht ja, wird ja auch schon entschieden, wie läuft später so ein Serienprozess, läuft mit welcher Zykluszeit, wie werden Kühlungen ausgelegt und dergleichen. Genau. Dann haben wir in 2017 die Möglichkeit bekommen, mit Toyo, dem japanischen Maschinenhersteller für vollelektrische Spritzgießmaschinen, zu kooperieren. Und wir dachten uns, das ist eine sehr, sehr gute Möglichkeit, um ein Rundum-Sorglos-Paket für unsere Kunden zu bieten. Wir kannten die Maschinen, die haben eine sehr, sehr lange Tradition, sind sehr hochwertige Maschinen. Und ja, jetzt kann man so sagen, Deckerform macht sehr viel. Gebündelt wird das Ganze über die Kompetenz in Kunststoff, die natürlich in alle Bereiche einfließt. Und letztendlich ergeben sich für unsere Kunden daraus auch Synergieeffekte, weil wir den gesamten Prozess in einer Hand haben. Ja, Johannes, möchtest du kurz was zu kurz Ja, sagen? kurz, ja, zur Firma Kurz selber ist wahrscheinlich in der Werkzeugbauerbranche noch gar nicht so bekannt, aber wer sind wir eigentlich? Ganz kurzer Umriss.
ungefähr 80% der Produkte und Kunststoffe, die wir täglich im Einsatz haben, sind auf eine Art und Weise oder auch Kartonagen oder sonst irgendwie dekoriert. Und in der Regel kommt da auch relativ viel von uns. Und wir sind ein Familienunternehmen, das seit 1899 besteht, in der 5. Generation Inhaber geführt ist und auch die 6. Generation steht schon in den Startlöchern. Wir sind Weltmarktführer in der Dünnschichttechnologie, das heißt Oberflächenbeschichtung im Bereich von Veredelung, zum Beispiel Kartonagen, Verpackung, Dekoration von Kunststoffbauteilen, wie zum Beispiel Türzieleisten, HMI-Surfaces. Wir sind aber auch im Bereich Kennzeichnung und Fälschungssicherheit unterwegs für Ausweisdokumente oder zum Beispiel Geldscheine. Wir haben mehr als 5.500 Mitarbeitende an über 30 Standorten weltweit und unsere Produktionen liegen in den Vereinigten Staaten, in Europa und natürlich im asiatischen Raum. Was machen wir als Kurz? Kurz sieht sich als globaler Dienstleister für Service und Design. Das bedeutet, überall, wo außergewöhnliche Oberflächen, aber auch funktionale und dekorative Oberflächen gefragt sind, sind wir der erste Ansprechpartner für Sie. Das Ganze aus einer Hand, was Prozesse und Technologien angeht, wo wir kundenspezifisch nachhaltig und recycling-sicher Produkte entwickeln, die natürlich neu sind und aber immer abgestimmt auf die Bedürfnisse unserer Kunden. Und hier liegt auch die Anforderung an unser Projekt begründet. Wir als Kurz möchten immer gerne mit innovativen Firmen zusammen neue Wege gehen. Innovation treibt sich nicht von selbst, das muss aktiv gelebt werden. Und die Motivation für unser Projekt liegt ganz klar in dem Kunststoffbashing. Wir haben es zu Eingangs schon gehabt, aber die Anna möchte das jetzt noch mal ein bisschen genau ausfüllen, weil Anna, du als Expertin, die quasi jeden Tag damit betroffen ist in der Kunststoffbranche, du kriegst das ja am ehesten mit. Ja, genau. Man kennt diese Bilder, die natürlich oberflächlich betrachtet, natürlich die Kunststoffindustrie in ein ganz schlechtes Licht rücken. Das verstehe ich auch, kann ich auch nachvollziehen, ist aber mir nicht weit genug gedacht. Und die Folgen davon merken wir in der gesamten Industrie. Wir haben Fachkräftemangel, junge Leute wollen keine Umweltverschmutzer werden, deswegen wählen sie einen anderen Beruf oder studieren was anderes. Dieses negative Image spiegelt sich auch ein Stück weit auf die Firmen wieder, deswegen wir auch viel machen, um natürlich auch nach außen darzustellen, dass man im Sinne der Umwelt handelt. Und es ist aber auch nicht von der Hand zu weisen, dass die Umwelt ganz klar vom Kunststoff belastet ist. Und wir sehen es in unserer Verantwortung, selbst aktiv dafür einzutreten, gut zur Umwelt beizutragen, in unserem Sinne das Beste für ja, die Umwelt zu machen. Und das darf gerne auch noch einen Mehrwert haben für unsere Kunden und für uns selber natürlich auch. Aber das ist ein komplexes Thema und dementsprechend vielseitig gehen wir das eben an. Genau. Und unter dem Schirm haben wir jetzt auch unser Gemeinschaftsprojekt mit der Firma Kurz gestartet. Innovation entsteht immer aus Partnerschaft oder oft aus Partnerschaft. Und da würde ich das Wort wieder an Johannes übergeben. Genau. Die Anna hat gerade erwähnt, wir als Kurz haben hier kooperiert in unserer Firma Deckerform als Partner im Verbund. Hier auch dann auch mit der Firma Toyo, wo wir natürlich auch noch einen Mehrwert nutzen, einfach weil wir sagen, klar, wenn wir Rezyklate oder auch irgendwas anderes machen, dann braucht es Dekoration, wo wir einfach sagen, dass auch quasi der Kunststoff wieder optisch in Form gebracht werden würde. Und da haben wir auch unsere Tochterfirmen H&M und Bayer ins Team geholt. A, die Firma Bayer als Hersteller von Prägemaschinen und das nötige Equipment von H&M. Und diese Synergien haben wir gemeinsam gebündelt unter dem Credo Be a Green Leader. Das bedeutet, wir wollen Vorreiter sein in dem, was wir tun. Wir wollen tragfähige Lösungskonzepte schaffen, die nicht nur einen grünen Anstrich haben, sondern auch wirklich versprechen, was sie ihr Versprechen halten. Das Ganze ist in einer Gießkanne geendet, einfach als symbolischer Wert aus einem Rezyklat, das aus einem Closed-Loop-System aus unserem Haus stammt. Und wie das Ganze aussieht, zeigen wir Ihnen jetzt an einem kleinen Film. Dieser Film soll Ihnen einfach den kompletten Ablauf zeigen und über die Details, was in die Entwicklung des Produktes, in dem Prozess und das nötige Know-how, was da drin steckt, was da alles zusammengekommen ist, das möchten wir Ihnen danach auf unserer kleinen Reise durch das Projekt erzählen. Aber jetzt zu Beginn würde ich einmal sagen, Film ab und Anna, du kannst gerne uns hier führen. Ja, hier sieht man einmal die Kanne mit einem Design. Wir folgen jetzt einfach mal dem Granulatkorn durch den Prozess. Hier sind wir jetzt schon im Werkzeug angelangt. Wir haben hier einen Spritz-Schäum-Prozess, produziert auf einer vollelektrischen Toyo-Maschine. Man sieht ja auch schön das Tauchkantenwerkzeug.
Auf das gehen wir später auch nochmal ein. Genau, das Ganze natürlich in einem vollautomatisierten Prozess. Hier, also das Ganze wurde auf der FACOMA schon mal vorgestellt. Wir haben es ja vorher schon mal angesprochen und da sieht man jetzt, wie die Gießkannen schön in Reihe stehen. Viel weiter wie bis zum Rand des Schutzzauns sind sie auch nie gekommen, weil sie dann schon von den Besuchern mitgenommen wurden. Ja, hier sieht man dann den Heißprägeprozess. Wir haben hier eine manuelle Heißprägemaschine, damit auch wirklich der Besucher das Heißprägeerlebnis selber erleben kann. Und man sieht eigentlich, wie schnell das geht. Die Gießkanne wurde nicht vorbehandelt oder irgendwas dergleichen. Und innerhalb weniger Sekunden hat man hier eine fertig veredelte Kanne. Genau. Da wird aber sicherlich der Johannes später auch noch was dazu sagen. Genau. Was in dem Film halt rauskommt, ist, was man eben sagt, wir haben uns hier einen Ansatz gedacht. Das ist ein relativ einfaches Video, wenn man meinen mag, ja, eine Gießkanne und eine Heißprägung drauf, aha, aber da steckt wirklich sehr viel drin. Und was da alles drin steckt, das rollen wir jetzt von Anfang an auf. Und zwar steckt drin ein Rezyklat. Und Rezyklate sind ganz essentieller Bestandteil für die Wertschöpfung von morgen. Aber sie sind auch eine Herausforderung. Erstens hinsichtlich ihrer Qualität. Viele Rezyklate, wenn man dran denkt, man denkt an Verschmutzung, ja, an Sortenreinheit, Mischkunststoffe, richtig. Sortenreinheit ist essentiell. Man möchte ein Eigenschaftsprofil haben, das der Anforderung entspricht. Aber es ist auch wichtig, dass wir hier von Reinheit sprechen. Also Unverunreinigungen sollen nach Möglichkeit nicht sein, weil sie auch natürlich produkttechnisch Nachteile haben. Häufig ist auch das Image von Rezyklaten noch sehr negativ. Das heißt, neu ist schön, glänzt und ist toll. Und das andere ist quasi alt und taugt nichts. Ja, eben, da gibt es Konsumervorbehalte. Es gibt die Optik, die manchmal eine Rolle spielt. Generell die Marktakzeptanz ist hier noch relativ gering. Denken wir mal an alle, die sagen, ja, wir wollen nachhaltig werden, aber bitte in unseren Teilen nur Neuware, weil, muss ich auch mal selbst überdenken in gewissen Bereichen. Und was natürlich für uns in der verarbeitenden Branche essentiell ist, ist, dass der Prozess richtig ist. Wir brauchen einen wirtschaftlichen Prozess. Das heißt, wir müssen die Wertschöpfung im Auge behalten. Wir müssen Schwankungstoleranzen haben, wo wir sicher gehen, dass wir stabil fertigen und dass wir reproduzierbar für unsere Kunden einen Mehrwert bieten. Und genau Mehrwert ist das nächste Thema. Potenziale sind Rezyklate. Für die Wertschöpfung einerseits natürlich ökonomisch, aber auch ökologisch. Durch Rezyklate können wir in der Wertschöpfung erhebliche Einsparungen in CO2-Emissionen haben. CO2-Emissionen wird die neue Währung sein in unserer Gesellschaft und gerade in unserer Branche um den Kunststoff herum. Es geht dabei einfach auch um die Entkopplung, weil heutzutage nutzen wir fossile Ressourcen und werfen die in der Regel weg. Also müssen wir hier Ressourcenverbrauch schonend entkoppeln von unserem doch so notwendigen Wirtschaftswachstum. Genau dahingehend ist Rezyklate ein künftiger Baustein, eben um die kreisförmigen Wertschöpfungsprozesse aufzubauen. Aktuell reden wir von linearen Wertschöpfungsprozessen. Aber das wird auch aktiv getrieben durch die Legislative. Immer mehr Vorgaben und Rahmen zwingen Verarbeiter, aber auch Produktentwickler in neue Materialien zu denken. Und da wird keiner drum herumkommen, sich mit der Thematik Rezyklate zu beschäftigen. Genauso in dem Thema, wo setzen wir sie ein? Ich habe jetzt hier mal ein Schaubild gebracht. Wenn man sich überlegt, im Jahr 2020 gab es über 50 Millionen Tonnen Kunststoff. Ich habe jetzt ein Bild für 2018 dabei, wo Rezyklate eingesetzt wurden. Man sieht, der erhebliche Anteil geht in Bau- und Konstruktionsprodukte, in Verpackung und Landwirtschaft. Die hochwertigen Produkte, wie zum Beispiel Freizeit- und Sportartikel, Elektronik oder auch im Automotive, haben im Jahr 2018 gerade mal in Summe 6% ausgemacht. Und wenn man sich das mal überschlägt, wurden im Jahr 2018 nur ca. 4 Millionen Tonnen Rezyklat zu wirklich neuen Produkten verarbeitet. Die Zahlen sind abrufbar auf der Seite von Plastic Europe im Bericht Plastic Defects 2020. Ich habe vorhin angesprochen, die Vorbehalte, die wir kennen, also die Herausforderungen. Und wir bei Kurz als Dekorationsexperte haben uns auch Gedanken gemacht, warum überhaupt Rezyklat dekorieren. Ja, da gibt es einige interessante Ansätze. Zum Beispiel, wir heben speziell Designs oder wir kreieren Design-Dekorationen, die die Recycling-Kunststoffe hervorheben. Ein Produkt darf sichtbar sein. Es soll dem Verbraucher, dem Image geben, ja, das Produkt ist hochwertig, aber ich sehe, dass es rezykliert ist, sondern ich treffe eine bewusste Entscheidung dafür, einfach um meinen persönlichen Konsum zu verändern. Und genau dieses Oberflächendesign lenkt erst das Bewusstsein des Kunden auf diese Produkte. Das heißt, er sieht oder es wird bekräftigt, dass wir Designsprache benutzen. Das kann viele Facetten haben, wie man hier sieht. Aber was auch wichtig ist für uns
aber auch für unsere Kunden, die Hersteller, ist, dass die positive Wahrnehmung gegeben ist. Das heißt, dass durch nachhaltig betonte Produkte der Konsumer eher in der Lage ist, die Produkte wirklich zu differenziert wahrzunehmen, aber auch sich bewusst dafür zu entscheiden, was dann wiederum das positive Image vielleicht wieder hervorhebt. Und um so allein dahin zu kommen, dass wir dekorieren können, ist der Weg weit. Das bedeutet, wir müssen uns auseinandersetzen mit, wie fertigen wir Bauteile aus Rezyklaten? Wie veredeln wir sie? Welche Prozessschritte setzen wir ein? Weil es nützt nichts, nur schöne Dekorationen auf ein Rezyklat zu bringen, sondern die Wertschöpfung als ganzheitliches muss nachhaltig ausgerichtet werden. Und da kommen wir in die Bauteilkonzeption und die Fertigungsprozesse. Und hier kann uns die Anna als Expertin für Bauteilkonzeption und Fertigung sicherlich einiges Interessantes erzählen. Ja, starten wir mal mit der Produktentwicklung. Die Gießkanne wurde gemeinschaftlich mit Kurz- und Deckerform entwickelt. Und wie es am Anfang von so einer Produktentwicklung ist, stellt man sich natürlich viele Fragen. Also einmal aus Verbrauchersicht, was muss die Gießkanne da mitbringen? Dann natürlich auch, wie soll die Gießkanne ausschauen? Welchen stilistischen Anspruch soll sie denn genügen? Welche Trendrichtung schlagen wir ein? Ja, so kann man es eigentlich sagen. Aber natürlich auch praktische Ansätze. Wie wird die Gießkanne denn produziert? Wie wird sie verpackt? Wie wird sie später mal verschickt? Soll sie stapelbar sein? All solche Dinge. Wir haben uns dann auf den Spritz-Schäum-Prozess fokussiert. Da steigen wir auch später nochmal kurz ein an das Thema. Und auch dahingehend war es natürlich, was müssen wir in der Entwicklung hinsichtlich Spritz-Schäumen denn beachten? Abgerundet wird das Ganze natürlich durch das Heißbringen, durch das Veredeln der Gießkanne. Auch da war es natürlich wichtig, die technischen Gegebenheiten zu schaffen, um später ein schönes heißgeprägtes Label auf der Kanne zu haben. Das waren nur eine Handvoll Fragen, die wir uns gestellt haben, oder die wir jetzt hier gezeigt haben, die wir uns gestellt haben. In echt haben wir uns natürlich noch viel, viel mehr dazu überlegt. Wir steigen jetzt direkt mit dem Spritzschäumen ein. Man sieht links ein spritzgeschäumtes Bauteil, das einmal durchgeschnitten wurde. Man sieht eine recht kompakte Randschicht, aber dann natürlich innen sieht man ganz schön die Schaumbläschen. Und je nach Spritzprozess kann man auch die Größe und Form dieser Bläschen natürlich steuern, wie man es für seine Anwendung eben braucht. Wie funktioniert das Spritzschäumen? Man sieht rechts eine schematische Darstellung, die hier schon schön läuft. Es ist quasi ein Querschnitt durchs Werkzeug. Man sieht rechts den Heißkanal mit der Nadelverschlussdüse. Es ist ganz wichtig, dass wir hier einen Nadelverschluss haben, damit die Masse nicht nachquellt. Wir geben in das Granulat ein Treibmittel, ein chemisches, also ein Additiv, und ziehen im Anschluss, wenn das Bauteil gefüllt ist, das Werkzeug ein Stück auf. Also in dem Fall haben wir das natürlich jetzt sehr extrem dargestellt, damit man es auch erkennt. Und man sieht eben, der Schaum, also in dem Schema, diese weißen Bläschen breitet sich aus und kann wachsen. Genau. Die Schaumreaktion wird durch die Hitze bedingt. Genau, das ist hier noch zu ergänzen. Ich habe schon gesagt, wir sprechen von chemischen Schäumen, also durch chemisches Treibmittel. Unterscheidet sich vom Mutzell, dass wir hier kein Gas, sondern das Treibmittel beigeben. Ja, einer der Hauptvorteile ist natürlich eine Gewichts- und Materialeinsparung, besonders bei großen Wandstärken oder bei dicken Wandstärken. Gerade jetzt in Zeiten von explodierenden Materialpreisen und Materialverfügbarkeit, die zu wünschen übrig lässt, so nenne ich es jetzt einfach mal, ist es natürlich ein Riesenthema und da steckt auch noch ganz, ganz viel Potenzial drin. Man sieht auf der rechten Seite mal so ein paar geschäumte Bauteile. Man sieht auch, man kann hier wirklich schön mit der Schaumstruktur spielen. Ja, natürlich, das Schaumbläschen sorgt auch dafür im Bauteil, dass Einfallstellen minimiert werden, also man hat nahezu keine Einfallstellen mehr. Und als nächsten Punkt kann man auch sagen, dass wir hier eine sehr hohe Stoßbelastung haben. Also das heißt, man hat Tests durchgeführt, ein kompaktes Bauteil mit der gleichen Wandstärke bricht eher, wenn zum Beispiel ein Stein dagegen fliegt, wie ein geschäumtes Bauteil. Das geschäumte Bauteil nimmt diese Kraft auf von dem Stoß und dellt erstmal, bevor es bricht. Also bei gleicher Wandstärke. Das ist
denke ich, für die ein oder andere Industrie eine ganz wichtige Information. Ja, natürlich haben wir auch bis zu einer gewissen Wandstärke eine Zykluszeitersparnis, weil natürlich diese Bläschen im Inneren des Bauteils Wärme abgeben, also dadurch die Zykluszeit begünstigen. Ab einer gewissen Wandstärke ist es andersrum. Da haben wir dann den Isolationseffekt, also bei hohen Wandstärken, dass sich die Wärme eher im Bauteil hält. Ja, und was natürlich auch sehr wichtig ist, und diejenigen, die schon mal versucht haben, gerades Kunststoffteil zu machen, werden das definitiv nachvollziehen können. Die Maßhaltigkeit wird wesentlich beständiger, weil wir hier diese Bläschen im Bauteil, entspannendes Bauteil, so kann man das eigentlich sagen. Und dadurch haben wir eine gleichmäßigere Dichte und auch ein reduziertes Verzugsverhalten, was im Endeffekt zu maßhaltigen Teilen führt. Genau. Ich möchte zwei Punkte noch ein bisschen mehr herausstellen. Also wir haben hier einmal die mechanische Belastung, die wir hier in einem Versuch dargestellt haben. Die Versuchsaufbauten haben unsere Azubis gebaut in der Ausbildungswerkstatt. Und was wir hier machen, wir haben hier aus unserem bekannten Schneidebrett oder Brotzerbrett, wie man bei uns in Bayern sagt, mal zwei Streifen rausgeschnitten. Einmal ein Brotzerbrett aus kompakten PP, also Kompaktspritzguss, und einmal die geschäumte Variante. Wir haben hier zweierlei Wandstärken, einmal 4 mm kompakt und 8 mm geschäumt. Wichtig dabei ist, das ist der gleiche Materialeinsatz. Also obwohl wir doppelte Wandstärke haben, haben wir nur gleich viel Material eingesetzt. Was man hier bei diesem Torsionsversuch sehr gut sieht, das linke Bauteil, also jetzt einmal bitte den Blick auf das rechte Bild werfen, das linke Bauteil verwindet sich wesentlich mehr wie das rechte. Und was man auch sagen muss, PP ist ja dafür bekannt, dass es irgendwann die Form behält und dass es auch gebogen wird. Das geschäumte Bauteil ist auch wesentlich formstabiler. Also das heißt, das wird auch sicherlich irgendwann eine andere Form anwenden, wenn man es jetzt ewig in dieser Stellung lassen würde, aber deutlich später. Ja, dann haben wir auch einen einfachen Isolationsversuch gemacht. Wir haben einen Topf mit heißem Wasser genommen. Man sieht es auf der rechten Seite, der ist fast 100 Grad heiß. Haben zwei Brotzerbretter genommen, ein geschäumtes, ein nicht geschäumtes, und haben dann, wenn man auf die nächste Seite guckt, einfach mal das nicht geschäumte Bauteil für eine Minute auf diesen Topf gelegt. Nach dieser Minute zeigt die Wärmebildkamera, dass wir hier bei 67 Grad Wärmedurchsatz sind. Vergleicht man es mit dem geschäumten Bauteil, das man eine Minute drauf liegen hatte, sieht man, dass eigentlich nur die Hälfte der Wärme durchgelassen wird, also weniger wie die Hälfte. Wir sind hier bei 31 Grad, und das ist doch ein sehr, sehr interessanter Ansatz, wenn man so sieht, wo denn aktuell so die Bewegung auf dem Markt hingeht, sei es Materialeinsparung, sei es Isolation und dergleichen, Ressourcenschonung, da steckt hier schon viel drin. Ja, kommen wir zum nächsten Punkt. Natürlich geht es auch darum, jetzt hat man das Verfahren festgelegt, weiß auch, wie das ausschauen soll, das Projekt, aber wie setzt man es denn um? Und da haben Kurz und Deckerform ein Werkzeug gebaut, ein Tauchkantenwerkzeug in dem Fall. Das heißt, das ist, in dem Fall kann ich hier drei Spritzverfahren in einem Werkzeug darstellen. Das ist das konventionelle Spritzgießen, das Spritzschäumen und auch das Spritzprägen. Nebenbei gesagt, das Werkzeug ist komplett hydraulikfrei. Was natürlich auch wieder, sag ich mal, im Sinne der Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung ist. Wir haben auch das Werkzeug mehrfach genutzt, also mit dem gleichen Werkzeugaufbau können wir mehrere Bauteile fertigen, also mehrere verschiedene Bauteile, und auch hier war der Fokus ganz auf der Ressourcenschonung. Genau. Dann zur Maschine. Wir nutzen hier, ich habe schon angesprochen, eine vollelektrische Toyo-Maschine mit 230 Tonnen Schließkraft. Warum nutzen wir eine Toyo-Maschine? Weil das Spritzschäumen in einer Toyo im Standard ohne einen Aufpreis mehr zu bezahlen darstellbar ist. Und natürlich auch nicht ganz ohne Eigennutz, wir vertreiben die Maschinen ja auch.
Der große Unterschied zu vielen anderen Maschinen auf dem Markt ist, dass es sich hierbei um eine richtige vollelektrische Maschine handelt. Also wir arbeiten hier mit servoangetriebenen Kugelumlaufspindeln statt der Hydraulik als Hauptantrieb. Und das führt dazu, dass die Maschine sehr, sehr energiesparsam ist. Also wir haben hier bei der Gießkanne einen Wert von 0,2 Kilowattstunden pro Kilogramm, den wir, also Kilogramm verarbeitenden Kunststoff, den wir verbrauchen. Und das bedeutet, wenn man es mit hydraulischen Maschinen vergleicht, dass wir hier bis zu 70% Energieeinsparung haben. Und das ist doch schon immens. Also da steckt ein ganz großer Hebel drin für den nachhaltigen und sinnvollen Produktionsprozess. Wartungsarm ist die Maschine natürlich auch, weil wir einfach keine Hydraulik drin haben. Wir haben eine minimale Zentralschmierung und das war es eigentlich an Wartung auch schon, was hier dazu kommt. Und so ganz nebenbei, ohne dass man an den Parametern, an den Spritzparametern herumspielt, haben wir schon mindestens 10% mehr Produktivität. Woran liegt es? Das liegt einmal an den schnelleren Öffnungs- und Schließbewegungen, aber auch an der konstanteren und schnelleren oder an dem konstanteren und schnelleren Einspritzprozess. Das sind nur ein paar, ich sag mal, Faktoren, die da mit reinspielen. Man kann natürlich auch parallel fahren. Diese Sachen spielen hier mit rein und letzten Endes sehr, sehr viel auch nochmal für den Prozess, für die Wirtschaftlichkeit und die Ressourcenschonung rausholen. Ja, und natürlich Automation und Peripherie sind auch auf den ganzen Prozess abgestimmt. Da möchte ich es jetzt aber mal bei belassen. Ja, danke Anna dafür. Ja, neben der Spritzgießmaschine war natürlich auch die Dekoration ein ganz wesentlicher Aspekt. Und auch hier setzen wir auf eine spezielle Maschinentechnologie. Hier haben wir von der Kurztochter Bayer eine Heißprägemaschine in den Einsatz gebracht, eine sogenannte GEBA 3 SW133. Das ist auch eine Maschine, die ausschließlich mit servoelektrischem Antrieb arbeitet, eine Servospindel besitzt und äußerst genaue Kraftprägemessysteme heißt. Das heißt, wir können genau bestimmen, zu welchem Grad wir Energie überhaupt aufwenden müssen. Bis zu einer maximalen Prägekraft von 50 kN. Mit diesen Kräften können Sie auch locker mal einen Kühlergrill prägen. Wie machen wir das? Wir arbeiten hier auch mit einem servoelektrischen Schiebetisch mit Linearantrieb inklusive Ball-Lock-System. Das bedeutet, Bauteile, die die Maschine zugeführt werden, arbeiten hier auch servomotorisch über Lineartriebe und haben zudem eine Verrastung, die sicherstellt, dass Bauteile nur in entsprechender Position auch wirklich verarbeitet werden, um Ausschussteile zu reduzieren. Gleichzeitig sind wir äußerst modular. Das bedeutet, wir haben Prägesysteme, die sehr schnell aufheizen, dadurch wesentlich weniger Energie brauchen, homogener durchheizen, das heißt konstantere, bessere Prägeergebnisse liefern bei reduziertem Wartungsaufwand. Was nutzen wir da in diesen Systemen, um die Dekoration herzustellen? Natürlich einen Stempel, der das Dekor von der Transferfolie auf die Oberfläche transferiert, also den Trockenlack. Das bedeutet, wir brauchen einen Silikonstempel, der der Kontur des Bauteils folgt und auch gleichzeitig unsere Message transportiert. Aufgenommen wird das Bauteil in einer speziellen Aufnahme. Das bedeutet, diese Aufnahme prüft den korrekten Sitz und Arretierung des Bauteils, bevor der Prägeprozess geht. In einem hier manuell dargestellten Prozess, diese Prozesse sind auch absolut automatisierbar. Was der große Vorteil bei diesem System des Heißprägens ist, Bauteile können direkt nach der Maschine veredelt werden. Wir haben keine Vorbehandlung, die energieintensiv ist. Wir haben keine Nachkonditionierung trocknen, die ebenfalls energieintensiv ist. Sie können das Bauteil direkt aus dem Werkzeug in die Maschine, Prägemaschine geben und entsprechend veredeln. Ja, nochmal kurz erklärt der Prozess. Heißprägen im Hubverfahren, gibt auch ein Abrollverfahren, aber wir haben uns hier für das Hubverfahren festgelegt, ist speziell für flächige Dekors und erhabene dekorative Strukturen geeignet. Teile werden in der Regel vollautomatisch unter hoch- und niederfahrenden Prägestempel geschoben. Bei uns war das manuell. Das sieht man hier in den rechten Bildern. Links das ungeprägte Bauteil wird in der Prägemaschine in die Aufnahme gelegt. Darüber läuft die Transferdekorationsbahn und darüber kommt der beheizte Stempel. Durch Druck, Zeit und Temperaturenwirkung wird die Folie auf das Bauteil gepresst, dadurch die Hitzegrundierung aktiviert und nur der Lack transferiert. Der Träger bleibt nicht auf dem Bauteil. Sie haben keine Folierung. Dadurch haben Sie extrem dünne Aufträge, können auch teilmetallisierte Dekore übertragen. Wie beschrieben, wird das Bauteil dann aus der Maschine wieder entnommen und ist direkt für die weitere Verwendung geeignet. Also Sie haben keine Konditionierungsschritte mehr. Ganz entscheidend ist natürlich die Bauteilgeometrie und die Form des Stempels legen dann natürlich auch die Dekoration auf der Oberfläche des Bauteils fest.
Wozu eignet sich dieser Prozess? Für vielfarbige und gestochen scharfe Optik. Also wir haben kein Verlaufen, wie es beispielsweise bei Nassdruckverfahren wie Tampondruck sind, und können so feinste Schriftzüge, filigrane Striche, mehrfarbige Designs über die entsprechende Dekorationsfolie, aber auch kräftige Vollfarben für Dekoration im Sinne von Markierung, aber auch Farbverläufe in Halbtonbildern realisieren. Ja. Wir haben gerade den PET-Träger angesprochen und wir haben gesprochen, dass wir Rezyklate machen. Was natürlich der Nachteil beim Transferdekoration ist, wir haben PET-Transferträger, der danach quasi benutzt ist. Also das spricht, wir haben den Trockenlack transferiert und dann haben wir den Träger. Ein Problem. Aber dem kann man begegnen mit drei Verfahren. Dem mechanischen Recycling, wo wir das Material nur durch verfahrensmechanische Prozesse in einer neuen Form wieder dem Werkstoffkreislauf zuführen. Das heißt, wir gehen hier nicht an die chemische Substanz des Materials. Anders das chemische Recycling, wo durch Eingriff durch Chemikalien und chemische Prozesse das Material, die Polymerkette, quasi die aneinander gedockten Elemente, aufgebrochen werden und zu Bausteinen werden, die wieder für chemische Prozesse geeignet sind, wie zum Beispiel neue Kunststoffe herzustellen. Wo solche Verfahren nicht brauchbar oder praktikabel sind, bleibt nur die energetische Verwertung, eines der meistgenutzten Verfahren für Kunststoffe leider. Soll natürlich weniger werden, aber ist dort, wo, bevor Kunststoff in der Umwelt oder unkontrolliert den Kreislauf verlässt, immer noch das probateste Mittel. Ja, stellt sich für kurz die Frage, wie gehen wir mit unseren Transferträgerresten um? Wenn Sie sehen, wir als müssen da irgendwo eine Lösung bieten und nicht einfach nur uns darauf verlassen, dass unsere Kunden damit gehen. Und deswegen haben wir uns einen Prozess verschrieben, den wir Recourses nennen. Den möchte ich einmal erklären. Ganz am Anfang stehen natürlich die erdölbasierten Rohstoffe, aus denen der Polyesterträger hergestellt wird. Dieser wird bei uns bedruckt, dadurch bekommt er seine Farbe und Form und wird beim Kunden im Heißprägen genutzt beispielsweise und ist danach quasi als Abfall da. Aber auch bei uns während der Produktion entstehen natürlich Abfälle. Was macht man damit? Natürlich wollen wir vermeiden, dass Kunststoffabfälle in die Umwelt gelangen. Wenn wir in unserer Branche reden, Sie werden keine Transferfolie mehr finden, aber nun mal Kunststoff mit gefangen, mit gehangen, werden wir mit quasi dieser Branche zu assoziiert. Aber wir möchten hier Vorreiter sein und zeigen, dass Wertschöpfung auch wirklich im geschlossenen System funktioniert. Wir nutzen hierfür das mechanische Recycling, wo wir quasi den Polyesterträger in ein neues Produkt überführen, um es wieder nutzbar zu machen. Und hier kommt unser Recourses-System, wo Veredelung weiter gedacht ist zum geschlossenen Kreislauf. Das heißt, wir sind als erster Anbieter von Transferdekoration, aber auch Dekoration allgemein in der Lage, unsere Produkte vollständig eigens zu recyceln und so diesen PET-Wertstoff wieder für neue Anwendungen nutzbar zu machen. Wie funktioniert Recourses im Großen und Ganzen? Ich habe es im Schaubild kurz erklärt. Wir holen den Träger beim Kunden ab, führen die unserem Recycling-Prozess zu, optimieren natürlich den Kunststoff in einer Art und Weise, dass er benutzbar bleibt und speisen ihn wieder ein. Und dadurch haben wir ein wegweisendes System mit nachhaltiger Wirkung. Das bedeutet, wir haben einen Rohstoff, der sichere Inhaltsstoffe hat, auch gar nicht so unwesentlich in unserer Branche, wo wirklich viele Vorgaben herrschen in verschiedensten Branchen, wo wir aktiv sind. Was wir bei Kurz sicherstellen können, ist die Versorgungssicherheit, denn wir produzieren verlässlich aus unseren Transferträgern dieses Produkt für Interessenten, aber auch für eigene Produkte und können so nachhaltige Wertschöpfung denken. Und worin das gemündet ist, zeigen wir mit unserer Gießkanne. Hier verwenden wir eben unser Compound, unser Recopound, welches auf mechanischen Recycling PET besteht. Es ist eine spritzgussfähige Type mit voller Rohstofftransparenz und unbedenklichen Inhaltsstoffen. Wenn Sie es vergleichen mit konventionellen Rohstoffen wie PP oder ABS in solchen Produkten, haben wir bis zu 40% weniger CO2-Emissionen. Erinnern Sie sich an das Wortspiel mit der Währung, das wird immer wichtiger. Und gerade auch für uns wichtig, es ist problemlos dekorierbar. Das bedeutet, wir können diese nicht so schön gemeinten Kunststoffe oder vielleicht auch optisch etwas nicht so ansprechenden Kunststoffe doch wirklich ansprechend dekorieren. Und wo sehen wir Anwendung für solche Produkte? Hauptsächlich in Logistikprodukten, wiederverwertbare Produkte, in der Bauindustrie für hochwertige Konstruktionswerkstoffe, in der Agrarindustrie für robuste, langlebige Produkte, aber auch in der Möbelindustrie, wo immer mehr der Lifestyle of Health and Sustainability Einzug hält, wo Dekoration und nachhaltige Materialien wirklich Potenzial besitzen. Das Material ist natürlich made in Germany, also lokale Wertschöpfung, kurze Transportwege, weniger CO2. Und wenn Sie möchten, können Sie unser Material gerne testen, inklusive technischen Support. Ja, damit kommen wir zum Ende unserer Präsentation. Wir sehen hier nochmal unser Green Liga Logo. Und Anna, was bleibt uns mehr zu sagen als vielen Dank für die Aufmerksamkeit? Einmal das und ich möchte einfach nochmal dran appellieren. Man sieht es anhand dieser Gießkanne, wenn man alle
wenn alle einzelnen Bestandteile einer Kette sauber zusammenarbeiten und wirklich das Maximale für das Produkt rausholen, dann kann man auch so eine Gießkanne mit einem relativ guten CO2-Abdruck herstellen. Und ich habe mal so eine Kanne auch nochmal hier. Also wer möchte, darf sich gerne auch eine beim Johannes oder bei mir bestellen und sich das dann auch in live nochmal angucken, auch wenn die Kannen sehr gefragt sind. Ja, es steckt viel drin und da würde man sich das einfach mal auf der Zunge zergehen lassen, was es heißt, Kunststoff wie Gold zu behandeln, dann schmeißen wir doch ziemlich viel Gold weg. Und in dem Sinne ja, hoffe ich, dass es in Zukunft mehr so Produkte wie die Gießkanne geben würde. Richtig. Also die Gießkanne als Symbolbild für quasi das zarte Pflänzchen der Nachhaltigkeit in unserer Branche, das stark gegossen werden muss. Wenn Sie im Nachgang Fragen haben oder in Kontakt mit uns treten wollen, finden Sie einmal die Kontaktdaten von Frau Tschacher hier. Sie erhalten diese natürlich auch im Handout. Nutzen Sie den QR-Code, um auch über LinkedIn in Kontakt mit uns zu treten. Wir würden uns freuen, wenn wir uns nochmal mit Ihnen zu diesem Thema unterhalten können. Und jetzt stehen wir gerne für Fragen jeder Art zur Verfügung. Dankeschön.